Halt schön, dass man immer ein bisschen nebenbei plaudern kann. Wenn Sie sehen, wie kurz die Schaltzeiten sind. Ne? Also das waren wohl keine 5 Sekunden eben, wenn ich das richtig gesehen habe. Dass man der nehmt, alles so ein bisschen erzählen kann, was ich denn nicht so eingehen kann, obwohl ich nicht so gut reden kann. Aber draußen fällt einem das dann doch mal ein bisschen besser ein und das ist dann immer ganz gut, dass man dann immer ein bisschen erzählen kann. Ne? So, wir sehen ganz schlimm aus. Ne? Ich habe mich ewig nicht rasiert und wir haben uns ewig nicht waschen können und so. Und ja, genau das möchte ich. Ne? Genau das zeitmäßig, auch Politik und so. Genau fangen sie an, sich nicht zu waschen und so. Diese ganzen Penner in der Politik, damit sie auch wissen, wo sie wieder stehen. Ne? Damit sie ein bisschen nah am Volk sind. Und wie gesagt, ich habe kein Problem, Deutschland zu führen. Und man muss auch nicht denken, er hat sowieso sein eigenes Fürstentum. Was ist hier los? Bleibt das Signal. Es kann sein, dass sie das schon wieder ein bisschen gestoppt haben und dass hier schon wieder welche mit kontaminiertem Zeug stehen. Das ist komisch. Es kann sein, dass die vorbei ist. Es kann sein, dass die Idioten hier für uns waren, hier eben, der mir das so im Ohr geschrien hat. Wie gesagt, wir müssen hier auf den Verkehr achten. Wir können uns da nicht so doll auf diese Idioten konzentrieren. Aber das könnte schon wieder sein, ne? Weil 20 und so und das ist alles für uns. Ja, das ist immer schön, dass man dann ein bisschen erzählt und ein bisschen plaudert. Und Sie können ja dann nachlesen auf unserer Homepage. Manchmal habe ich das ja schon mal angedeutet und so. Aber es war ganz schlimm und so wollte man mich dann rüber haben. Und da dann zweifle ich heute damals. Ja, damals habe ich überlegt, Mensch, machst du das, weil Olaf war auch der Meinung, dass die Grenze bald wieder zu ist. Und ja, das ist noch die Auswirkung vom Hausflur jetzt. Ne? Und sie kommen uns ja auch immer wieder mit kontaminierten Kleidungsstücken entgegen und dann haben wir natürlich riesige Probleme. Und natürlich ist uns das total peinlich. Und wenn Sie sehen würden, wie wir aussehen, das kann man sich nicht vorstellen. Aber genauso möchte ich, dass diese ganzen Penner in der Politik und so das genauso kriegen. Ach, jetzt bin ich wieder da. Und zwar, Sie müssen nicht denken, ja, der hat sowieso nur ein Fürstentum. Nein, das möchte ich nicht. Dazu bin ich ein bisschen zu klein. Da passe ich aber auf, dass hier in Deutschland alles vernünftig leer läuft. Dass in Deutschland sich alle schön daran halten, was NATO sagt, was UNO sagt und so weiter und so fort. Also da passe ich aber vorher auf. Also da werde ich mich aber voll reinknien. Weil das möchte ich ja nun gar nicht, sonst habe ich ja nicht andauernd Probleme. Das ist ja nur ein ganz kleines Fürstentum und wenn ich denn nicht mehr bin, möchte ich ja nicht, dass man den Menschen das wegnimmt. Ne? Weil das ist ja das Problem, selbstverständlich ist es meins, aber die Leute oder sagen wir, meine Mitmenschen, mit denen ich da lebe, das ist selbstverständlich auch ihrs, ne? Was sie da erschaffen haben und sich erbaut haben und was sie sich da erwirtschaftet haben und das möchte ich natürlich nicht, dass Deutschland das danach wieder ramscht. Da passe ich natürlich auf. Also da habe ich selbstverständlich natürlich gar keine Probleme mit. Das ist nun wirklich eins unserer leichtesten Übungen.